Her egentlig bare et eksempel på et sådan et klassisk sommerhus. Ein klassisches dänisches Sommerhaus. Ein Traum, den sich in den vergangenen Jahren immer mehr Deutsche erfüllen konnten. Dabei ist es für Ausländer eigentlich schwierig, ein Feriendomizil in Dänemark zu kaufen. EU-Staatsbürger dürfen das nur, wenn sie einen festen Wohnsitz im Land haben oder für mindestens 5 Jahre hatten. Alle anderen benötigen eine Sondergenehmigung. Die wurde in den vergangenen Jahren immer häufiger erteilt. Der dänischen Volkspartei ist das ein Dorn im Auge. Die Rechtspopulisten wollen gegen einen befürchteten Ausverkauf vorgehen. Wir sollten nicht dahin kommen, dass es eine Preisexplosion bei dänischen Sommerhäusern gibt und wir sie uns selbst nicht mehr leisten können. Doch der Trend geht in eine andere Richtung. Nach der Finanzkrise gab es einen Preisverfall im Immobilienmarkt. Zudem bleiben viele Dänen, die verkaufen wollen, auf ihren Häusern sitzen. Im vergangenen Jahr lockerte die Regierung das Verbot etwas. Die liberale Regierungspartei Venstre versuchte 2016, die Regelung ganz zu kippen. Und auch viele Dänen haben nichts gegen deutsche Hauskäufer. Das ist doch kein Problem, überhaupt nicht. Die können einfach kommen. Es gibt hier viele deutsche Touristen, ob sie mieten oder kaufen, da habe ich keine Befürchtungen. Dieses Stimmungsbild bestätigt auch eine zu Jahresbeginn durchgeführte Umfrage. 66% der Befragten waren dafür, dass ausländische EU-Bürger ein Sommerhaus in Dänemark kaufen können, 23% dagegen.